So, am frühen Morgen noch Bestellung. Oh Mann, ey. Meine Katze, jetzt hauen wir ab. Jetzt. Meine Tochter übt für den Lesewettbewerb. Und die Kita streikt heute. Yeah, Mother. Dingsbums. Yeah, yeah, yeah. Yeah, verdammte Axt. Yeah. Also, meine Frau macht quasi Dienst heute an der Arbeitsfront mit Babys. Yeah. Freust du dich? Nee. Das wird bestimmt richtig spannend, oder? Ich werde wahrscheinlich nur die Anmeldung mit dir machen können. Und muss alles. Ja, das ist totaler Kack-Scheiß. Also wirklich. Gut, wir müssen los. Ja genau, geht los, ich mach den Laden auf. Schon passiert. Schon offen. Brubbel am Morgen, ey. Der Brubbel am Morgen. Wieso? Da weiß ich nicht. Du kannst da mitkommen. Nein, kann ich nicht. Ich hab zu tun, ich hab Kinder, ich muss was tun jetzt. Ich hab immer zu tun. Keine Zeit! Kannst da mitkommen. Aber ich hab keine Zeit. Geht nicht. Oh, Mensch, Familienausflug. Hey, wo fahren wir hin? Ja gut, hab schon. Oh, hier sind ja Spinnenweben jetzt. Guck mal hier. Guck mal, hier sind Spinnenweben. Oh Mann, ey. Ich bin so ordentlich mit Autos. Jo, ich bin auf dem Weg zum Auktionshaus. Jetzt das Fahrrad abholen, denn ich habe das Fahrrad bekommen. Ja, da ist es. Okay, Lager ging schon raus, war schon in Ordnung. Guten Morgen, liebe Leute. Da kommt runter. Ja, bitte. Guten Morgen. Was darf sein? Einiges. Oh, kein Bock. Na Mensch, da hätte ich mal die Kamera laufen lassen sollen. Das war ja die beste Werbung ever. Meinte sie, ach, ich bereue das immer, wenn ich woanders hin gehe. Das war sie gestern wieder bei einem anderen Händler und der meinte, ja, müssen wir alles neu machen. Kette neu und so. Da kommt sie doch lieber hierher. Ich habe aber vergessen, es lag eine Europalette zu verschenken, stand auf dem Ding. Ey, fass es nicht. Ja, die nehme ich jetzt auseinander. Dann werde ich sie verheizen. Und nicht jetzt, aber. Der nächste Winter kommt bestimmt. Also einmal auseinandernehmen erstmal. Vom Laden, also was soll denn das denn? Ah, ne, da hängt ja ein Müll hier vom Laden. Das darf nicht sein. Nein, das kann man tun. Sag mal. Ich hab hier richtig Holz mehr drüber. Na, das war's. Für den nächsten Winter. Das ist doch nicht anderes hier, wa? Als diese Briketts, die man da kaufen kann. Dann wollen wir mal. Ach, Quatsch. Das ist ja französisch. Franzosen wollen immer klein. Oh, Franzosen wollen noch kleiner. 13er Achsmutter. Kita streikt. Und jetzt muss ich ja mal antworten wie Wolfgang. Soll ja alles sein. Aber wenn ich dann höre, also ich finde gut, die sollen mehr Geld bekommen und alles, ja, und vernünftig die Kinder betreuen. Keine Frage. Aber wenn ich dann höre, dass die meisten nicht nur nutzen, um einen Tag einfach zu Hause zu bleiben. Da finde ich das ein bisschen traurig. Also für seine Rechte und für seine sollte man auch auf die Straße gehen dann auch. Ne? Also wenn man das will, muss man da auch hingehen zur Veranstaltung. Also das ist doch Schwachsinn. Das ist doch Blödsinn. Warum heißt das denn dann, ich weiß nicht wie es war, ich war nicht da. Ey, kann nicht sein. Wenn ich das will, ich kann das doch nicht nutzen, um einfach zu Hause nur zu bleiben. Das ist doch nicht dafür jeder. Das ist doch ein Arbeitskampf. Oder nicht, oder wie? Oder habe ich falsch verstanden?
Und heutzutage ist das echt so, ach geil, ein Tag frei, ein Tag mehr frei und das war's. Das ist das nicht, also das finde ich nicht gut. Wollte ich mal dazu sagen. Soll ja auch nicht sein. Oh. Schwachsinn. Wenn ich das will, dann muss ich das sagen. Und wenn ich das nicht nur zu Hause bin, dann kann ich das nicht sagen. So, ja, zum Streiken zu faul. Also das muss man erstmal, also das ist ja okay. Ja. Wie soll denn die Arbeit sein? Na, da gibt es ja nicht mehr Geld. Wenn ich einfach nur zu Hause bleibe. Sollen die Kollegen für mich mitstreiken oder was? Auch noch die Arbeit auch noch auf andere abwälzen oder was? Ja, nee, das kann es nicht sein. Aber müssen wir jetzt mal informieren, wie das so ist. Also normalerweise ist für mich das so, wenn nicht streikt wird, dann ist doch Pflicht. Dann ist das doch raus und Revolution sozusagen. Oder Demonstration, nicht Revolution, Demonstration. Ja, da muss man doch da Anwesenheit demonstrieren und so. Das kann doch nicht sein. Ja, das ist ja, da hab ich mal schon sehr gewundert. Weil bei der BSR auch so war, dass die alle nur einfach zu Hause waren. Naja, so ein easy Streik möchte ich auch mal haben. Wenn das auf die Kollegen abzuwälzen, die dann da wirklich stehen, da stehen da wirklich nur ein paar Leute rum und demonstrieren und machen und tun und die sollen den Kampf für dich führen? Nee, dann kannst du auch weiter Arbeit nehmen. In der Zeit, dann können die so den Kampf für dich führen. Das ist doch als Unterstützung gedacht. Oder stecke ich da in der falschen Zeit? Sehe ich das falsch? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Jetzt nicht auf. Naja. Das ist meine Meinung auch an Philipp. Könnt ihr ja nochmal sagen, was ihr davon haltet? Ey, ich weiß nicht. Ich finde das so ein bisschen. Das hat dann damit nichts mehr zu tun. Das ist ja für die auch kein anderer Tag. Das muss ja, die müssen ja merken, die müssen ja auch das ist ja, wir haben was gemeinsam gemacht oder so. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, wenn man so gemeinsam irgendwo hingeht und was verändern will als Gemeinschaft, dann ist das quasi was anderes, als wenn du irgendwie einfach nur zu Hause bleibst, einen Feiertag oder am Wochenende. Das ist einfach nicht so, oder hast du nicht so, so kriegst vielleicht am Ende sogar mehr Geld, weil das ist ja heutzutage alles Luschen Scheiß. Ja, früher hätten sie, was weiß ich, ja, hätten sie Leute engagiert, die sowas niederknüppeln, so einen Streik oder so, hätten mal eine Arbeit, ihr faulen Säcke. Ja, oder wie die BSR, wie der Nachbar sagt, geht mal zum Arbeitsamt und holt euch da mal euer Geld und dann werden sie auch gelaufen. Ja. Heutzutage ist es ja alles so, ach, streiken wir mal 2-3 Tage oder was, dann ist wieder alles easy. Ist wieder alles cool. Kriegt man 200 Euro mehr, 100 Euro mehr, was weiß ich, keine Ahnung. Also wenn es so einfach ist, geht ich doch lieber zum Chef und fragen, sag mal, wie sieht es aus mit einer Lohnerhöhung, Gehaltserhöhung oder so. Aber das kann ich natürlich nur machen, wenn ich nur der Arbeiter bin, wenn ich dauernd da bin, wenn ich nicht dauernd fehle, wenn ich nicht dauernd zu Hause bleibe, wenn ich nicht bei jedem Streik zu Hause bleibe, quasi. Oder wenn ich beim Streik mitmache, wenn ich ein kollegialer Mensch bin. Sagt man das so? Ja. Ärgert mich ein bisschen. Das ist jetzt bei der Kita halt so der Fall, dass du gesagt hast, komm jetzt nur da drauf, weil eben Alice eine von der Kita da gefragt hat, eine Erzieherin, Betreuerin, was auch immer, wie man die nennt, Pädagogin. Ja, und meinte, ja, wie war denn jetzt euer Streik oder so? Ich meine, ist was bei rausgekommen oder so? Und meinte sie so, ja, weiß ich nicht, war da ja nicht da. Ich meine, was soll denn das? Das ärgert mich denn. Ja, warum ist denn zu? Ja, das könnte auch arbeiten. Ja, die gute Frau wurde gesagt, sie braucht eine neue Kette. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Ja, bloß weil es ein bisschen hängt und leicht angerostet ist. Das ist total Schwachsinn, ey. Ja, wirklich. Das muss nicht sein. Da wollte wohl einer Geld verdienen. Man spannt. Spannend ist es. Perfekt. Ich guck mal nach der Rahmennummer von dem Victoria, was ich habe. Gibt es eine Seite im Internet, das
Das ist der Fahrradsammler Rahmennummern. Wirklich toll. Und dann geht man dann auf Victoria 50. 50er Jahre. Was ist das? Ich zeige es euch kurz. Sind auch toll, das ist Continental Typ Avus. Die sind total selten. Avus, die Rennstrecke, kennen wir ja. Das sind beide und richtig gut eigentlich. Also für das Alter. Lampe hat leider immer mal eine neue angebaut. Vorne und hinten. Aber der Dynamo ist original. Schön einer Wasch, der läuft hoch. Beschädigt. Tolles Ding, jetzt guck wieder. Wow, wow, wow. Ja, geniales Stück. Wunderschön. Damensportrad, Dreigang. Ein tolles Rad, ein schönes Rad. Die gefällt mir sehr. Ich möchte es haben. Ach, ich hab's ja. Naja, so was. Ich hab Drogen auf der Straße gefunden. Tada, ungeöffnet, Originalzustand, wer möchte haben? Nee, kann er nicht mit Drogen, also wie gesagt, ich werde es Dennis mitgeben und der kann es weiter verschenken oder was weiß ich. 6,40 Euro auf der Straße zu verlieren, ist schon ärgerlich. 6,40 Euro für 20 Zigaretten auszugeben, ist für mich noch ärgerlicher. Ey, was das kostet, ist ja ein Wahnsinn, 6,40 Euro, 20 Stück nur, die werden immer kleiner, die Packung anscheinend. Ich habe die irgendwie mit mehr im Kopf, aber ich habe ja nie geraucht. Ich weiß es nicht, genau, so genau. Sieht sehr edel aus, die Packung. Eine Davidoff Gold. Mann, die machen da schon was. Also unglaublich. Na, lag auf der Straße. Wie gesagt, Uni öffnet, dann habe ich es einfach mal aufgehoben. Wollte ich jetzt nicht so einfach mit Füßen treten, aber eigentlich, naja, egal. Papa, gib das Ding. Dankeschön. Aber ich denke, gleich du, Coco. Post. Yeah. So maybe with a little bit work. Ich wirklich den Daumen, mehr kann ich nicht machen. Ja, machst du gut, da freuen wir uns. Zu Weihnachten komme ich dann mit meinem Kuvert abholen. So sieht's aus. Ihr wisst ja, was morgen für ein Tag ist, wa? Nö. Und denkt mal nicht böse von mir. Nö. Der mit dem Schnäuzer hat doch morgen Geburtstag. Ach du liebe Zeit, wer ist denn das? Nee, pass auf. Was haben die damals gesagt, 1943 in Ruhrgebiet? Tommy fliegt weiter. Hier unten sind nur kleine Bergarbeiter. Fliegt weiter nach Berlin, da haben sie alle ja geschrien. So, 1943. Und was hat der Westberliner 1943 gesagt? Der Engländer hat uns ja abends angegriffen und die Amerikaner am Tage. So. Und die haben da die Phosphorbomben rausgeschmissen. Ja. Die sahen aus wie Tannenbäume. Ja. Sahen sie ja wirklich so aus. Und da haben sie gesagt, der Tommy liefert uns die Tannenbäume. Die deutsche Flak liefert die Weihnachtskugeln. Goebbels ist im Sportpalast, erzählt uns Weihnachtsmärchen. Und wir sitzen jetzt hier im Keller und warten auf die Bescherung. Also ich wünsche euch... Ich wünsche euch... Also, kein Umsatz, aber keine Mietzahlung.
Bis dann, ciao. Ach, und grüß mir Marik. Der Marik, Marik. Ciao, ciao. Doch, aber nicht so Marik rechten habe. Tommy fliegt weiter, jetzt noch kleine Biker weiter. Ja. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Das ist einer mit dem schmalen Blatt. Ich habe vorher einer mit dem breiten Blatt dran gehabt. Das geht natürlich nicht. Der breite Blatt auf der Kette geht leider nicht. Hä? Handschuhe. Handschuhe? Wieso denn das? Machen wir der mir. Ja. Jugend von morgen. Am Wach. Vorsicht, Vorsicht. Schön treffen. Also, guck mal. Ja, ist gut, ist gut. Ist gut. Tippitoppi, kannst du zeigen. Ja, ist gut. Ja, ist gut immer. Dankeschön. Ja, bitte, kein Problem. Ist gut, Boxer, Nicker. Ja, guter Boxer. Habe ich jetzt hier schon festgeschraubt? Ich weiß es nicht. Thorsten ist da. Witzig. Ist alles kaputt. Alles neu. Vierzig Jahre in der Familie. Muss man jetzt kurz hier? Nee. Hm? Nee. Ja. Aber dann das auch neu. Will sie nicht. Danke. Später vielleicht. Tretlager. Muss ab. Tretkugel muss ab. Weil den Lochkreis haben sie nicht. Also wie gesagt, ich hab's mir gedacht. Den Lochkreis finde ich nicht auf die Schnelle, auf keinen Fall. Kannst du bestimmt bestellen über das Netz, das ist halt kein Thema, aber ich finde, ich habe jetzt hier nicht im Katalog. Ja, gut, also ab. Heieiei. Ganz schön teuer geworden. Oh, sieht gut aus. Neues Lager. Neue Kettenradgarnitur. Neue Kette. Neue Ritzel. Und die Arbeit. Ich habe gefunden. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob Danke ist, wenn man Drogen weiterhebt, aber ja. Vielleicht kannst du dir an jemanden verschenken. Das ist genau meine Marke. Hast du die verloren, zufällig wohl? Lag hier so jungfräulich, ich kick das Ding so, ich denke, das ist ja schwer.
Also neu. Ja, die hat da auch zugesagt, sie kriegt Ostersamstag. Ja? Ja? Nee. Doch, ja. Ach. Ich freue mich. So, jetzt muss ich hier einen Kabelbrand wieder. Steckdosen, irgendwas ist mit diesen scheiß Steckdosen nicht in Ordnung. Etwa letztes Jahr, seit letztem Jahr schwächeln die ja so ein bisschen rum. Tommy ist die Bank hier. Ja, jetzt. So. Bis nachher. Okay, super. Ja? Danke dir. Bitte. Na, lass da nicht erwischen. Nein. Ja, du weißt, 21 Uhr. Ja. Ja. Unglaublich. Ich bring mal Eis weg, ne? Ja, hast du. So, läuft? Funktioniert? Ja. Sehr gut. Das ist der Head of 5 mit Jan. Don. Ja. Ist ja schon 21 Uhr gleich. Im Sommer jetzt immer länger. Hat. Den Jungs ist die Kette abgefallen. Und als die Kette abgefallen ist, ist auch das Ritzel runtergesprungen hier von der Narbe. Das versuche ich jetzt mal zu reparieren. Das Witzige ist, ich habe gesagt, naja, den Jungs, das kostet halt Geld. Ne? Also Kette nur aufmachen und so und ein bisschen spannen, das mache ich ja für Kinder, oh ja, ja, ne, so. Aber wenn dann die Väter ihre Kinder schicken, um das Rad kostenlos reparieren zu lassen, weil sich das ja auch rumspricht. Ach, der Tommy, der macht das schon so. Das mag ich denn nicht. Dann habe ich nach Hause geschickt quasi. Ich habe gemeint, naja, 10 Euro. Wie heißt das? Ständer. Habe ich noch festgeschraubt. Jetzt mache ich den noch fest hier. Fertig. Letztes Rad für heute. Eigentlich, das war schon an Vorbereitung. Ach nee, noch nicht. Der Kranz kommt natürlich ab. So, was noch? What's next? Hinterrad neu, Marathon Plus. Okay. Mensch, man kann ja nicht beliebig hoch machen, die Züge sind ja viel zu kurz. Ne? Da müssen ja alle Züge getauscht werden. Das wird wohl nicht werden, das werden wir wohl nicht machen. Jo, ich sortiere noch ein bisschen und dann würde ich mich für heute verabschieden. Zacki Bumbaki. Gut, das war's. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen auf alle Fälle wieder. Mann, der geht heute lange noch mit Schneiden und allem. Bis morgen. Ciao. Schön, dass ihr dabei seid.